Freunde, willkommen zurück im Kraftwerk und wow, hier ist eine richtige Party. Wir wurden ja schon richtig sehnsüchtig erwartet. Komm, Elaine, wir erkunden uns hier weiter. Line, ich und Elaine sind hier gerade am gucken, was man hier noch finden kann. Vielleicht finden wir immer noch eine geile TM oder so. Deswegen schauen wir gerade mal. Aber bisher sind Elaine, ich und Line nicht so wirklich was, außer da oben, da ist nämlich so ein Raum. Aber keine Ahnung, wo wir da bisher hinkommen. Wo habe ich eigentlich Elaine jetzt gelassen? Elaine! Da bist du ja. Ach, voll zu bald und alt, die Nervensäge. Voltubal ist, glaube ich, mit am einfachsten hier zu empfangen. Danke. Als ich auf dem Weg hierher war, ist mir noch ein Tentoxa begegnet, aber das ist leider abgehauen. Blöd Vieh. Also Tentoxa schon mal gesehen, aber leider noch nicht gefangen. So, und Elaine braucht diese Erfahrungspunkte, deswegen nehmen wir sie mit. Naja, jetzt habe ich aber erst das Problem, wo geht es denn hier weiter? Von hier bin ich ja gekommen. Von hier unten war doch eigentlich nichts, oder? Ah, da ist ein Electek noch. Nee, dann geht's da oben weiter. Das ist ja aber auch hier richtig ein Labyrinth. Schön, dass Electek jetzt hier auch meint, hier auf dicke Hose machen zu müssen. Ist ja gut. Blöd Vieh. Ich hasse es, wenn die ganz weit außen stehen, weil dann kann ich die nie erwischen. Muss ich immer so ganz komisch werfen. Das ist für jemanden echt nervig. Und dann bleibt das meist noch nicht drin, ey. Electek, ich habe keinen Bock, wieder 20 Punktbälle für dich zu verschwenden. Entweder du bleibst jetzt da drinne oder du lässt es sein. Aber es wäre cool, wenn du drin bleiben würdest, Elaine. Ey, komm, ich habe für dich keinen Bock. Tschüss. Elaine wird auch ohne dich stark. Alter, die Viecher hier. Du bist aber richtig, oder? Ja. Donner. Nett. Das ist ein Elektroball. Das lasse ich einfach mal in der Ecke liegen. Voltoball, aber ist doch egal. Uah! Smogmog, was willst du denn jetzt? Verpeste deine Gase woanders. Warum wackelt es eigentlich immer dreimal und bleibt dann doch nicht drinne? Bleibst du jetzt drinne, bitte? Haben wir das, die Sache? Ja. Ist der Finger hier oben, wird man dich loben. Schon mal davon. Mist. Komm, es ist großartig. Es bleibt drinnen, verdammter Mist. Gönn Elaine doch mal die... Danke, die Erfahrungspunkte. Ja, und Silver auch. Silver und Chicken freuen sich auch darüber. Dankeschön. Komisches Vieh. Elaine, was sagst du dazu? Na, weiß nicht. Elaine spielt irgendeine Präsenz. Ja, es wird hier ein dauernd... Wahrscheinlich die Präsenz vom scheiß Elektroball. Voltoball. Hau mal ab hier. Geh ich gleich weg hier. Schmackes. Aber andauernd wird immer geredet von der Präsenz. Was soll denn hier sein? No, hau ab. Und Donnerstein. Ja, dafür brauche ich mir noch ein Pokémon. Top-Trank. Ach ja. Hm? Was ist denn da? Achso, ist nur ein Magneto. Ein Magneton haben wir noch nicht gehabt. Stimmt, das könnte auch noch irgendwo sein. Paraheiler. Alles klar. Leute, ich erkenne den Schatten da hinten. Das ist kein normales Pokémon.
Das ist ein fucking Zapdos! Warum? Ich sehe ein Zapdos. Wie ist sie reingekommen? Scheiße. Irgendjemand muss helfen kommen. Ach du Schande. Ein Zapdos. Laura. Rette du mir mal. Na gut, okay, Silver habe ich auch. Na gut, ich will aber auch ein paar Erfahrungspunkte kriegen. Hallo? Du Freund oder Feinde? Oi, 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 oi. Ei. Oh, wie es aussieht. Was? Kampfzeit? Was ist denn das denn? Warum nur eine Kampfzeit? Warum heute oben nur ein Timer? Willst du mir gerade was damit sagen? Oh Gott, ist Burschner mit einer K.O.-Attack gewesen? Laura, Eisstrahl! Okay, das überlebt Laura nicht. Scheiße! Nein, ich ergreife jetzt nicht die Flucht. Wir beleben Laura noch wieder. Keine Sorge. Jetzt ist Line sauer. Line! Clearfrost, schnell! Okay, es hat den Braten gerochen. Und es zieht einfach mal so gut wie gar nichts ab. Das ist, ja. Yeah. Zeit wird da oben auch mal knapper. Was passiert denn in der Zeit, wenn das vorbei ist? Der Top-Beleber. Laura, komm wieder zurück ins Leben. Ich brauch dich. Scheiße. Unser erstes Ligi, Freunde. No. Line. Schnell, Clearfrost nochmal. Jawohl. Line, nice gemacht. Toll. Oh, das ist... Alter, dieses Drecksvieh. Ich muss irgendjemand opfern. Ich hoffe, Laura kann es gleich zu Ende bringen. Als ob es gerochen hätte, dass ich jetzt... Ach, stimmt. Sagen. Bitte, sei mir nicht böse, aber wir müssen jetzt mal ganz schnell unser Team beeilen. Uns läuft die Zeit davon. Sagen! Hätte ich das gewusst gehabt, hätte ich Schlafpulver eingesetzt. Kannst du es normal machen, sagen? Trotzdem sagen, gut gemacht. Du hast Laura und Line gerettet. So, Laura, zeig mal, dass er nicht hier sich mit dir verspaßen sollte. Jawohl! Zapdos! Ja, natürlich fliegt noch weiter hoch, du blödes Vieh. So. Okay, gibt's ja silberne Nanabeere hier. Keine Ahnung, ich habe die Bären jetzt noch nicht so oft benutzt.
Okay. Komm in den Bunny-Zapdos! Ah, das war nicht. Ah. Ich möchte irgendwann ein Best-of von diesen LP bitte sehen, wo ich meine Geräusche mache. Zapdos wurde gefangen. Ah. Woher weiß ich eigentlich, ob es ein Shiny ist? Zapdos ist echt so grell? Cool. Zapdos war ein Trink-Pokédex angelegt. Dieses legendäre Vogel-Pokémon erscheint, wenn sich der Himmel verdunkelt und Blitze oder Blastico herunterdonnern. Ich hab Zapdos gefangen! Sehr schön. Zapdos haben wir auch. Line betrachtet den Pokémon mit freudenstrahlenden Augen. Ich muss ja echt immer die Sonnenbrille abnehmen. Bad, 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 das ist toll gemacht. Ja, toll! Ja. So. Ich würde das Zapdos ja gerne einen Namen. Weißt du was? Wo ist der Zapdos dann? Zapdos! Endlich habe ich dich. Vor allem, wie schön es leuchtet. Nickt auf ein. Wesenfrosch. Oh, ist das cool. Initiative oder spezielle Frau auf Donnerblitz, Bohrschnabel. Ja gut, Zapdos, du kannst alles. Komm, wisst ihr was? Oder? Das wird. Lass mich mal kurz überlegen. Ja, ich mach's einfach mal. Ja, ich hab da eine Idee. Gut. Dieses Pokémon. Ich glaube, es gibt ja ein paar Legis. Diese Legis werde ich mal nach euch benennen. Und zwar bin ich gerade überlegen, nach 4 Leuten, die mich, seitdem ich jetzt hier eigentlich mit Streamen und so angefangen habe, auch davor, immer extrem lang unterstützt haben. Ich war gerade überlegen, welches Pokémon ich wen zuordne. Ich hoffe, es ist in Ordnung so, was ich gedacht habe. Leute, es ist eigentlich nur, es ist für euch, ich hoffe, es ist okay von Pokémon her, es ist einfach nur für euch gedacht, nachdem ich das benenne. Es ist einfach nur dafür gedacht, als Dankeschön dafür, dass ich euch in meiner Community habe und wie oft ihr mir zum Beispiel bei Twitch schon anderen eine Freude gemacht habt und mir, weil ihr immer wie oft ihr in meinen Streams mit dabei seid, als Mods, einfach daran ist es gedacht, okay? Ich möchte jetzt niemand hier irgendwie verletzen oder so, ich würde die Pokémon auf jeden Fall. Ja, es gibt ja glaube ich 4 Legis und die werde ich auf jeden Fall nach 4 bestimmten Personen richten. Einer davon ist, man kann es ja schon lesen. Wo sind die verdammten Nummern? Nee, ja. Weiß nicht, ob der Name gut ist, aber es ist einfach Sagen 100.0. So. Sagen. Ich hoffe, du freust dich drüber. Und weiter geht's auf die Reise.
sagen, du hast mir so oft schon immer coole Emojis gemacht gehabt, die ich über Twitch immer benutzen durfte. Deswegen nochmal viel, viel herzlichen Dank dafür. Auch mein Fanart gemacht, deswegen, ich glaube, hoffe einfach mal, es ist ein cooles Geschenk, sag ich mal. So, paar Pokémon gibt's hier noch. Müssen wir kurz schauen. Was ist los, Line? Line sieht erschöpft aus. Ja, glaube ich auch. Achso, ich könnte ja nochmal eben kurz mich mal heilen. So. Auf jeden Fall gehen wir mal zurück. So, Freunde, hier bin ich auch schon wieder. Mit Chicken unterwegs und ich wollte nach dem, ja, wahrscheinlich nach dem Kart. Ich denke mal, ich will das rausgekart haben. Und zwar wollte ich jetzt noch gucken, ob ich hier irgendwo Evolis fange. 3 Stück bräuchte ich. Da ist ja schon eins. Hallöde, du kleiner Scheißer. Toll. Ist ja gut. Zack. Einmal, zweimal, dreimal. Mist. Kannst du mal stillhalten? Ich weiß nicht, was ich werfen soll. Freut es sich dein ab, ey. Hurra, der schmeißt dich einen Ball nach mir. Toll. Jetzt zick bitte nicht rum hier. Be cool, okay? Toll. Ah! Wie kann sowas Kleines aber so gefährlich und alles sein? Danke! Komisches Evoli, du. Nichts als Ärger habe ich mit dir. Gut. Jetzt brauche ich noch weibliche Evolis. Das hört sich alles so komisch an, was ich sage, aber gut, okay. Radikal, das ist nicht das, was wir suchen. Chicken, wo sind denn hier die ganzen Evolis? Kommt mir nicht mit euren Evolis Weiterentwicklungen! Ich suche mir meine eigenen. Was? Was? Es gibt kein niederes Pokémon als meins. Bist du bereit, diese Tatsache zu stellen? Du hast einen scheiß Shillock. Also Shillock ist schon irgendwie cool, aber extrem niedlich will ich es jetzt nicht sagen. Für den Dratini süßer. Oh, ein Ponita. Markus! Ist Let's Play Markus wahrscheinlich. Shillock, alles klar. Nee. Manchmal ganz schön weg hier. Jo, ich sagen, mach du mal, rett mal ein bisschen. Bisman! Als ob das Vieh Eistrahl kann! Sagen, Gott sei Dank bist du so ein Tank. Knutsch den Bogen, Schlock. Magneton. Ja, das habe ich noch tatsächlich noch nicht gefangen. Ist mir nicht aufgetaucht, das blöde Vieh. Chicken. Feuersturm. Nice. Kürger. Spawn, ne? Ach komm, Silver, das kannst du mal wegmachen. Kommen hier alle zu Einsatz. Und mach mal Surfer.
Anton, das ist meine Wenigkeit, die suche ich nicht. Wo suche ich dich denn bloß? Ich weiß es wirklich nicht. Was mir gerade noch einfällt, ist glaube ich ein bisschen länger her. Moment, ich muss mal kurz holen. Das ist guter Kali, ja. Wollte ich da auch noch den Namen ändern. Hat, glaube ich, da. Ist schon lange her, aber ich glaube, so war es doch, oder, David? Sonst muss ich nochmal bei mir melden. Entschuldige mal auch mal, ob ich für dich noch ein Pokémon finde. Irgendwie sehe ich hier kein Evoli. Dafür nur ein riesiges Dotri. Irgendwie erkenne ich hier gar nichts. Da. Haha! Ist ja gut. Das heißt, was bist du eigentlich? Nee. Der hat sich jetzt schon nicht. Das ist. Ach nee, jetzt sehe ich hier gar nichts mehr. Ah, Freunde, ich glaube, ich werde hier noch ausscreen mal ein paar Evolis fangen. Oder wie ist Part hier doch? Im nächsten Part gehen wir dann übers Wasser weg. Das wollte ich eigentlich nicht. Taubsi, tut mir leid. Nee, du. Such dann noch zwei Evolis. Mein Gott, ich erkenne hier aber wirklich gar nichts. Nee, irgendwie. Nö. Nee, irgendwie erkenne ich. Auch finde ich besser. Auch hier nichts. So ein Mist. Na gut, Freunde. Ich denke mal, ich habe jetzt auch gerade nicht mehr so viel zu sagen. Deswegen werde ich hier den Part beenden. Ich hoffe sehr, das hat euch gefallen. Wir haben hier jetzt ein Legi gehabt. Und im nächsten Part werden wir uns dann auf den Wasserweg begeben. Dann geht es Richtung 7. Arena. Oder war nicht davon noch was anderes? Waren es nicht die Schauminseln oder so? Irgendwas kam danach noch. Also langsam, aber sicher geht das Spiel leider seinem Ende zu, aber es wird ja auch immer mal Zeit, ne? Elaine, was sagst du zum Abschied? Hüpf, hüpf, gut. Ihr scheint das laue Lüftchen zu genießen. Ja gut, okay. Elaine hüpft sich zum Abschied. Und ja, Freunde, ich hoffe, es gefallen. Schreibt mir gerne einen Kommentar und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.